Die 26-jährige Regisseurin Tara Shehata eckt mit ihrem jüngsten Dokumentarfilm in Ägypten an. Sie geht der Frage nach, dürfen Paare in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austauschen? In diesem Kulturkreis verpönt, auch die beiden lehnen das ab. Das Thema von Taras vorherigem Kurzfilm ist noch strittiger, sexuelle Belästigung. Für viele Männer maximal ein Kavaliersdelikt, für Tara ist es mehr. Sie suchte nach einer starken Antwort und hat sie aus einem Traum ihrer Jugend abgeleitet. Damals dachte ich, was, wenn ich ein Superheld wäre? Ich wollte wirklich einer sein, aber es passierte nicht. Also habe ich daraus einen Film gemacht. Hauptfigur ist eine 14-jährige Christin mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Die angehende Heldin grübelt, was eine gute Tarnung sein könnte, und findet die Antwort auf der Straße. Voll verschleiert zieht sie los, macht wie eine Superheldin Jagd auf Männer, die Frauen sexuell belästigen. Eine Christin im Niqab. Missbrauch islamischer Werte, so manche Kritiker. Doch die Regisseurin kontert, es ist ein religionsübergreifendes Thema. Dankenswerterweise habe ich nie etwas sehr Tragisches erlebt, wie so viele andere Frauen. Aber wenn ich in den Straßen von Ägypten laufe, dann habe ich das Gefühl, dass 100 oder 99% der Frauen täglich sexuelle Belästigungen erfahren. Ich höre ständig anzügliche Bemerkungen. Das ist normal für Frauen in Ägypten. Ein Typ hat mich mal bis in mein Haus verfolgt. Im Film betrachten Männer eine enge Jeans zum Beispiel als eine Einladung. Die Botschaft der Heldin: Es reicht. Tara kritisiert vor allem, dass sexuelle Übergriffe meist totgeschwiegen werden. Sie findet, dass sich das ändern muss. Das sehen bedeutende Mitstreiter im Geiste auch so. Die Gelehrten der islamischen Asa-Universität, dem moralischen Kompass der Muslime in Ägypten. Auch sie gehen mit einem Kurzfilm gegen sexuelle Übergriffe vor. Die Gelehrten sind zwar Verfechter züchtiger Kleidung für Frauen, aber ihre Botschaft könnte nicht klarer sein. Was eine Frau trägt, rechtfertigt eine Belästigung nicht. Stell dir vor, du lebst woanders, wo es bestimmte Anziehcodes gibt. Rechtfertigt das sexuelle Belästigung? Auf keinen Fall. Bei einem sexuellen Übergriff muss die Justiz eingeschaltet werden. Geht zu den weltlichen Richtern, sagen sie. So offensiv sind die Geistlichen bisher nicht aufgetreten. Tara trifft sich mit der Heldin aus dem Kurzfilm Jasmina. Die Regisseurin will das Thema sexuelle Übergriffe auf Spielfilmlänge bringen. Jasmina ist Feuer und Flamme für das Projekt, auch aus eigener Betroffenheit. Als Tara bei den Filmarbeiten Regie führte, war die Schauspielerin gerade mal 14 Jahre alt. Sexuelle Belästigung, klar wusste ich, was das ist. Aber als wir dann mit dem Film loslegten, passierte es. Sie haben sich über mein Kostüm lustig gemacht, haben meinen Körper kommentiert. Es hat mir die Augen geöffnet, einen feministischen Kick gegeben. MeToo sei überall, sagt die Anwältin Rajia Omran. Aber es ändere sich gerade etwas in Ägypten. Sie vertritt derzeit mehrere Frauen, die sexuelle Übergriffe und Gewalt auf Social-Media-Seiten öffentlich machten und auch den Namen des Täters nannten. Zum ersten Mal legen Frauen in großer Zahl den Mantel des Schweigens ab. Social-Media-Seiten, von denen im Sommer 2020 ganz viele entstanden, haben die Aufmerksamkeit einer größeren Öffentlichkeit auf sich gezogen. Ägyptische Frauen, die zu einer Polizeistation gehen, um sexuelle Belästigungen anzuzeigen, bekommen nicht immer Unterstützung. Manchmal gibt es Druck, den Fall gütlich zu lösen, indem sich der Täter entschuldigt. Taras Hauptthema in ihren Filmen ist das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Sie stellt den Menschen in den Straßen Fragen, die ihnen so noch nie gestellt wurden. Küssen vor der Ehe, ja, nein. Sie will Tabus aus der Zone des Schweigens an die Öffentlichkeit bringen. Vor allem das Thema sexuelle Belästigung, weil es aus ihrer Sicht in Ägypten viel zu sehr verharmlost wird.
Wenn es nur ein Wort ist, dann wird nicht darüber wirklich gesprochen. Sie sagen, das war doch kein großes Ding, vergiss es. Aber diese kleinen Dinge addieren sich und das spielt eine Rolle, weil es das Leben einer Frau beeinflusst, weil sie belästigt wird. Ich denke, dass die Gesetze wirklich einmal durchgesetzt werden müssen, um diese Männer zu stoppen, um sie zu bestrafen. Stop those men and punish those men.